Recht herzlich willkommen zur 105. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal gesehen, dass unser Industriegebiet da unten, kein Öl mehr auf Dauer haben wird und haben das dann schon ruckelt ein bisschen gerade. Weiß nicht warum. Ne, da war ja hier, die saugen das ja mit der Zeit leer, ne? Das Öl ist dann weg. Die Ölvorkommen sind dann wohl doch nicht so groß. Warte, können wir hier nochmal einblenden, ne? Dann sehen wir das ja. Hier, das Schwatte wird immer weniger, weil hier sitzen sie und die ziehen das wohl raus. Müssen wir genau gucken, wie das ist, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, hier ist es nämlich schon, wie man sieht, hier ist Ölindustrie, die Schwarze, und die haben wohl schon alles weggesaugt, deswegen sind hier auch Rohstoffprobleme und sowas. Ja, dann hat sich das da wohl mit erledigt. Gut, okay, was machen wir weiter? Was ist denn da für ein blaues Symbol am Blinken? Was haben die für ein Problem? Nicht genügend Verkaufswaren. Ah, das ist bestimmt ein Bioladen, ne, oder? Ne, neues Einkaufszentrum. Bioläden hatten wir ja schon, ne, dass die nicht genug zum Verkaufen haben. Was ist das? Die haben nicht genug Rohstoffe, alles klar. Da fährt schon ein Blaulichtwagen. Das war das gleiche in grün, ne? Nicht genügend Rohstoffe. Ja, das wird dann so sein, dass ihr demnächst zu seid. Und ja, wenn ihr zu seid, dann Industrie. Warte mal. Das meiste liegt hier brach, oder? Und die sind dann alle weg, weil für die sich das nicht mehr lohnt. Franks Fischstäbchenfabrik. Ja, die brauchen auch Öl, ne? Da baden sie ja die Dinger da noch in den Fischstäbchen, aber... Ja, die Ölindustrie ist dann jetzt hier massiv am Zurückgehen, oder wie sehe ich das? Hatten wir doch eben hier noch die Anzeige, wo das ist. Sind die jetzt alle abgehauen auf einmal? Ne, so ein paar sind noch da. Okay. Aber das andere liegt alles brach hier, oder? Und das ist schon Wald geworden. Ja, das ist... Deswegen haben wir ja auch keinen Orange in den Balken, ne? Gut, dann müssen wir hier noch später gucken, dass wir diese Vorkommen dann auch noch wiederholen. Die werden dann auf Dauer hier verlieren. Okay, aber dann werden halt andere Industriezweige hier gemacht. Hier ist noch eine kleinere Geschichte. Plastiktüten machen die, okay, auch aus. Ja, ist halt so, ne? Da unten fehlt einem Strom, auch schön, ne? Aber für den können wir jetzt hier nichts machen. Irgendwann wächst daneben ja eine Industrie, dass der das kriegt, oder? Wir könnten jetzt eine Straße da reinziehen erstmal, weil das wollen wir ja irgendwann sowieso mal machen. Und dann können wir dieses Stück hier noch erschließen in dem Sinne, ne? Warte mal. Kreuzung, die nächste wäre da. Ja... Ja, doch, machen wir. Wäre da so, ne? Wie weit geht denn das da hoch? Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen gebogene Straße machen. So, so, so. So. Ja. Was wir da bauen, noch keine Ahnung. Müssen wir dann mal gucken, ne? Ja, machen wir nur eine Kreuzung hier hin. Und dann machen wir eine Sackgasse raus, fertig. Okay, haben wir. Was brauchen wir? Wir brauchen Kommerz. Okay, das können wir ja hier auch gerade... bin an der Ecke hier so ein bisschen. Also ich glaube, dann machen wir hier erstmal die großen.
Hier hinter machen wir noch das kleinere. Jeweils eins dahinter noch so. Passt, oder? Kommt hin. Ich glaube, das Stromproblem ist gelöst. Ja, so können wir das lassen. Und dann würde ich jetzt fast sagen, ja, toll ist das nicht, wenn man hier hin... Aber hier würde ich jetzt kleine Häuser bauen lassen, ne? Ich glaube, ach guck mal, da hatten wir freigelassen für eine Anschlussstraße daraus, aber ich, das machen wir nicht. Dann können wir da noch ein rückes, dickes Grünes hinmachen. Guck, kommen auch schon, bauen schon, sind super glücklich, dass sie hier bauen können. Ja, und da, da ist der Kommerz, da auch. Puh, rein theoretisch kann man das da genauso gestalten dann, ne? Kleine Wohnflächen hinmachen. Müssen wir nachher gleich noch gucken mit Wasser und so, wie das ist. Alles in Grün. Passt schon, ne? So, Wohngebiet ist auch genug dann da. Alles ist genug da. Jetzt kommt das Wasser noch dazu. Ich sehe jetzt nicht, wie weit es gehen muss, aber ich glaube, so sind wir schon gut bedient dann. Ja, alles gut. Okay, drehen wir mal da unsere Karte so ein bisschen so, wie wir es immer haben. Damit wir uns wieder besser orientieren können, ne? So, hier wächst ja schon wahrscheinlich andere Industrie, gehe ich von aus. Feine Mode, guck, das ist nichts mehr mit Öl. Bruce Enterprise. Das ist Mehrzahl. Umweltfreundliche Firma, ja, das ist da genau gebraucht. Feuerwache haben wir da, okay, die war schon immer da. Kartonfabrik, okay. Ja, dann ist hier die Ölgeschichte immer weniger. Ich glaube, hier oben ist schon gar keine mehr, ne? Diese sind nur noch ein paar Stinker, aber Öl ist durch. Ja. Die Frage... Wie würde sich denn Ölindustrie automatisch anbauen? Oder wie soll man das sagen, wenn... Oh, ein Gewitter, oder was war das? Ja. So, wir könnten... Warte mal, machen wir noch einmal an. Ich glaube, hier unten hier ist ja pechschwarz, ne? Das heißt, wir machen da mal gerade eine Fläche hin. Die Industrie ist... Und dann gucken wir, ob das auch eine Ölindustrie wird, weil da wird es ja total Sinn machen. Das wäre ja für die rentabel ohne Ende, ne? Was haben wir hier für ein Problem gerade gehabt? Keine Ahnung, außer Betrieb. Na, Franks Fischstäbchen kriegt da kein Öl mehr. Kartonfabrik ist da auch. Haushaltswarenfabrik, okay. Und das hier? Strumpfreich. Interessant. Nylonstrümpfe machen die da, die brauchen Öl dann, ne? Hier fehlt es an Arbeitern. Was haben die denn? Ungebildete, ja, das ist immer schwierig mit Ungebildeten, ne? Weil wir haben ja schon ein bisschen Schulsystem. Guck da, da wird gebaut. Aber was ist das jetzt? Eine Kartonfabrik. Also da hätte ich jetzt gesagt, ne? Ich hätte da sofort, ne? Keine. Ich hätte Öl gemacht, ne? Ja, da müssen wir hin. Aber dann ist wieder das, da müsste man erst das Gebiet ändern, ne? Was war hier noch? Gewerbespezialisierung, okay. Ach so, das ist dann Tourismus. Freizeit und keine Gewerbespezialisierung. Okay. Und hier haben wir halt das Öl, ne? Dafür müssten wir jetzt hier sagen, komm, lass uns das hier
anders gestalten, ne? Ich glaube, wir machen hier, ach, guck mal, da siehst du, das wird dann. Okay, das geht dann. Ich glaube, hier war noch Öl, ne? Also, ich glaube, wir machen da gerade noch eins hin, um die restlichen Sachen auszubeuten. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Okay, hier unten lang auch noch. Dann bauen wir das da nochmal hin. So, nochmal reingeguckt. Hier oben wäre noch was. Ich glaube, hier können wir noch so einen Schwenker machen. Und ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen höher gehen sogar. Nochmal rein. Oh, das ist sogar auf der anderen Seite auch noch. Ich glaube, da haben wir gar keine Industrie, sondern Häuser. Das hört sich kompliziert an, aber ich mach's mal so. Und lass es aber erstmal so stehen. Einfach nur, dass wir mal überlegen, ob wir das noch machen oder nicht, ne? Machbar wäre das jetzt hier, ne? Und wäre schlimm? Nein, wir machen es ganz einfach so und fertig. Die sollen das Öl da rausholen und dann ist gut. Okay, haben wir. Was hat er für ein Problem? Kranke Bürger. Okay, gibt's hier unten keine Ärzte? Ja, stimmt, da sind keine Ärzte, ne? Machen wir da eine Praxis hin, oder? Obwohl sie besser hier in der Mitte wäre. Geht nur dahin. Na komm. Jetzt ist er da. Und noch ein Gewitter. Da gibt's keinen Strom. Kommt schon mit der Zeit. Müsst ihr nur warten. Ach so, weißt du, warum das... Das geht da jetzt vielleicht zurück wegen... anderes Industriegebiet, ne? Ja. Kann ich alles haben, oder wie war das? Und es fehlt noch Kommerz. Und da wir jetzt hier ja schon gebaut haben, mache ich mal ganz einfach hier ein bisschen Kommerz hin. Aber hier machen wir groß, oder wie soll man das nennen? Hier kommt erstmal ein bisschen... Die beiden muss ich freilassen, weil ich hier vielleicht die Straße noch durchbaue, ne? Und hier können wir das auch noch machen. Das weg. Und da noch eins hin. Ja komm, so geht's noch. Auch noch Kommerz. Und hier wäre das gleiche auch zu machen. Ja komm, geht. Hier unten weiß ich noch nicht, vielleicht brauchen wir da ja nochmal Platz. Ja, weiß nicht, da... Häuser? Nee, hier, zack, Büros. Komm, von der Straße aus machen wir es, wenn da rein. Und auf der anderen Seite kann das genauso sein und dann machen wir auch ein paar Büroräume hin. So, dann wird wahrscheinlich ein Wasserproblem noch herrschen, so sieht's aus. So, und das bis dahin, dann ist alles abgedeckt. Strom fehlt da jetzt noch. Ja, wann kommt da Strom hin? Gute Frage, ne? Wahrscheinlich gar nicht. Hier unten ist wohl Strom da. Das würde bedeuten, wir machen das ganz einfach so. Hier können wir nachher sowieso wahrscheinlich nichts hinbauen.
Und hier geht auch nichts anderes hin, dann können wir da Windräder bauen. So, die sind angeschlossen. Da nochmal rein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal zwei hoch. Also Hochhäuser ist gut, ne? Und, ach ja, da fehlt das auch. Komm, das machen wir da auch Büroräume hin. Und dann machen wir in die Energie rein. Und, oh, guck, da geht auch eins hin. Zwei sogar. Gut. Und dann sollten die da auch Strom haben. Und die da, noch nicht. Muss ich das jetzt wirklich so machen, dass ich da... Will da keiner bauen? Ja, komm. Kriegen den Strommasten da erst hingestellt. Bis es dann soweit ist, dass es funktioniert. Die sind auch untereinander verbunden, das ist auch cool. So, Strom fließt, alles ist gut. So, dann kann das auch blühen. Da waren noch welche, alles gut. Ja, aber dann würde ich ja sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier wieder den Müll in Angriff nehmen, weil ich hatte eben noch gesehen, hier, da, die können wir dann verschieben. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.